mich vorbereitet und ich trete jetzt das erste Mal bei Kinderkulturtagen Gesang auf. Davor habe ich aber getanzt auch bei Kinderkulturtage. Alles mich herum pulsiert. Ich spüre den Schmerz nicht mehr. Der Boden bangt, der Raum bewehrt. Ich bin wieder unbeschwert. Ich bin wieder unbeschwert. Ich wollte singen und ich singe gern. Ich übe und ich weiß, dass ich gewinne. Wir kennen Sie noch nicht. Wer sind Sie? Ich bin ein Clown. Was machen Sie hier? Ich jetzt in Jury, ja, und bewerte das die Gesang und Tanz. Gesang, weil ich viel studiert, ich habe Universität studiert, aber Gesang letztes Jahr, ich lerne auch Gesang und nutze jede Minute auch Gesangunterricht nehmen. Ja, zum Beispiel hier, das ist eine wunderbare Frau, Ines Galante. Sie ist Opernsängerin und eine von besten Sängerinnen in ganzer Welt. Und jetzt sie gerade mir gezeigt, wie man kann schon Ton finden. Einfach Mund auf und hören das in deinen Kopf und haben richtige Idealen. Und das sagst. Ich höre dich und versuche, warte mal, finden wir diesen Punkt. Ui, geschafft. Wenn jemand singt, ich will immer was dazu sagen. Mach das leichter, einfacher. Mach deinen Mund auf, einfach. Keine Spannung, das muss so eine irgendwie relaxed und konzentriert und in dieser Kombination, das ist das Beste, weil ich bin auf der Bühne schon 34 Jahre lang, Leute, und ich weiß, was ich sage. Und wenn du 3-4 Stunden musst singen auf der Bühne, dann du verstehst, dass nur mit Kraft, nur mit Spannung kommst du nicht durch. Wie bereitest du dich vor zum Singen?
Also ich habe eine richtig tolle Lehrerin, die mich eben halt zum Lachen bringt und so. Und ja, ich bin nicht nervös, wenn wir üben. Also erstmal nicht nervös, aber wenn ich dann auftrete, dann wird es schon langsam schlimmer. Ich bin sehr nervös, weil ich trete ja gleich auf und ich bin immer so nervös vor dem Auftritt. Dann viel Spaß und viel Glück. Ich finde es grundsätzlich toll, dass die jungen Musiker sich da darbieten, darstellen. Es ist klar, man sieht schon, dass sie noch sehr am Anfang sind. Ja. Ne? Und es ist ja auch okay, man muss ja auch mal irgendwann mal anfangen. Grundsätzlich finde ich Wettbewerbe gut, das habe ich heute schon mal gesagt. Deswegen, weil ich selber auch immer gesehen habe bei meinen Schülern, dass die arbeiten darauf hin und in einer kurzen Zeit machen die einen Wahnsinnsfortschritt. Das finde ich eigentlich das Beste daran. Also mir persönlich geht es nicht drum, nur um die Preise. Natürlich ist ein Preis schön. Ich finde es hauptsächlich, dass diesen Fortschritt, den sie machen, und vor allem, dass sie Spaß dabei haben und behalten. Natürlich treten alle an, um ihren Preis zu gewinnen, aber das ist irgendwie auch eine Motivation. Und dafür, denke ich, sind wir auch da, um das auch ernsthaft zu betrachten, was da an tollen Leistung oder auch an, wo es noch fehlt. Ne? So, das finde ich spannend und interessant, eigentlich da zu motivieren, da wo es fehlt. Und da wünschte ich mir, dass das vielleicht mit so einem Preis auch so ausgedrückt werden könnte. Und gratuliere deine Eltern und deine Lehrer. Euer Applaus nochmal, vielen Dank, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Dankeschön. Und wie ist es so, Moderatorin zu sein? Also ich bin heute den zweiten Tag hier als Moderatorin. Der erste Tag war anstrengender und schwerer und ich war sehr aufgeregt. Aber heute ist es viel einfacher und ich habe mich daran gewöhnt und es ist besser jetzt. Herr Zielen, Sie moderieren schon eine lange Zeit. Wie fühlen Sie sich dabei? Mir macht das jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß. Ich habe eben mal überlegt, ich glaube tatsächlich, ich habe sogar schon die ersten Kinderkulturtage moderiert. Das heißt, das ist jetzt schon das siebte Mal, dass ich dann auch mit dabei bin. Und für mich gehört das zum Leben, muss ich fast schon sagen, irgendwie dazu.